Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Dornenpfad für das Schwarze Auge, herausgegeben von Ulisse Spiele. Viel Spaß! Ja, wir haben hier ein Heldenwerk-Abenteuer vor uns. Das bedeutet, es sind wie immer 16 Seiten. Da kann man ein bisschen Plot reinstecken. Mehr Seiten hätten dem wohl auch wieder ganz gut getan, aber das ist in Ordnung. Was soll also geschehen? Es ist ein Reiseszenario. Es soll gehen von Punin aus in Richtung Neta. Ja, da sollen die Helden dann einen Rosenbusch von A nach B bringen. Zwischendurch auf dieser Pilgerreise passieren natürlich noch einige Elemente, die dann eigentlich dafür sorgen, dass dieser Rosenbusch ja elementare, karmale Kräfte aufnimmt. So sag ich es einfach mal. Das Problem ist aber, dass der Widerpart, erzdämonische Belkelel, dann ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Und das wäre natürlich besonders toll, wenn dieser Rosenbusch auf der Reise pervertiert wird, weil die Helden da nicht richtig aufpassen, und dann ein pervertierter Dornenbusch, ein Rosenbusch eingepflanzt wird in den Garten in Neta. Neta selbst ist ja auch eine sehr reiher-gefällige Stadt, möchte ich sagen. Ist auf der anderen Seite von Almada bzw. dem Horasreich. Ist also eine etwas längere Reise. Und auf dieser Reise kann es dann eben passieren, dass Belkalel ihre Fingerchen in diesen Blumentopf legt. Sie hat natürlich auch den einen oder anderen Agenten dabei, sprich, es ist auch ein Detektivszenario, es soll nicht nur Aufgaben bewältigt werden, sondern man muss auch aufpassen, dass man diesen Widerpart aufdeckt. Und ja, wie gesagt, auf 16 Seiten ist das viel Plot und ja, ob das dann gelungen ist, das gucken wir uns jetzt nochmal an. Die Helden dürfen in den verschiedenen Ortschaften, also ihr könnt euch dann jetzt eine Reiseroute stecken, einfach mal auf Avispfade schauen, wie es aussieht, wie kommt man von Punin aus nach Neta, und an dieser Stelle kommen sie auch an Soroban vorbei und sollen dann hier ja versuchen, die zankenden Stadtviertel, vier an der Zahl, dann zu vereinen. Das kann dann über verschiedene Dinge passieren. Man kann hier mit Gassenwissen proben oder mit Menschenkenntnis arbeiten. Hier werden dann wieder die Gruppensammelproben vorgeschlagen, Intervalle, die dann 2 Stunden dauern, damit man dann da die Leute findet. Und am Ende muss man sich dann für ja 3 Leute entscheiden, oder eine von diesen 3 Leuten muss man entscheiden. Die müssen dann miteinander Friedensverhandlungen versuchen. Ob das dann so gelingt, ist dann wieder abhängig davon, welche Charaktere dann die Helden aussuchen. Die haben alle verschiedene Motivationen und natürlich ist auch ja vielleicht ein Agent von Belkalel mit darunter, der dann eben in Versuchung geführt wurde. Also auch hier geht es dann so ein bisschen um Harmonievermittlung. Im späteren Verlauf geht es dann natürlich auch um ja Rajas liebste Tiere, die Pferde. Da soll dann dressiert werden, beziehungsweise will man dann ein Pferd haben, was ein bisschen ruhiger ist und was sich so ein bisschen leichter dressieren lässt, oder will man ein sehr störrisches Pferd haben, was dann sehr schwer ist zu dressieren, oder will man überhaupt ein sehr störrisches Pferd unter seine Knute zwingen? Ich sag das jetzt mal so. Also will man da dann, naja, dem Pferd da den freien Willen nehmen? Ist das überhaupt Raya gefällig? Oder was ist denn mit dem Wein? Wenn wir dann an diesen Pilgerstationen vorbeikommen, und welchen Wein sollte man denn trinken oder welchen sollte man nicht trinken? Es sind, wie gesagt, dann auf den wenigen Seiten viele Aufgaben, die dann mit Raya verknüpft sind. Kurzer Spoiler, Sex ist nicht dabei, was ich allerdings auch gut finde. Also es sind hier sehr viele Elemente, jetzt auch gerade diese Seite, die ihr jetzt hier erkennen könnt, was mit der Harmonie. Finde ich einen ganz schönen Teil. Man hätte sich da natürlich noch mehr Zeit nehmen können. Jetzt gerade, wenn wir von den 16 Seiten auf, weiß ich nicht, 20 oder 24 Seiten hochgehen, dann wäre hier mehr Möglichkeit geboten, um dann in Soroban zu spielen. Aber das ist, wie gesagt, völlig in Ordnung. Dazu kommt dann der große Antagonist, der dann die Helden verfolgt bzw. vorläuft und dann in Neta diese Rosenpflanzen, diesen Busch dann übernehmen möchte. Ja, und da habe ich als erstes gedacht, oh, das ist ein Paktierer und der läuft auf Tempeln herum. Da dachte ich, nee, tut mir leid, geht gar nicht. Aber da kann ich schon mal entwarnen, denn das hätte mir wirklich, wirklich das Salz in der Suppe, das wäre das Salz in der Suppe gewesen, wenn es so gewesen wäre. Aber es wurde dann tatsächlich auch daran gedacht, dass er Schutz vor göttlichem Wirken bekommt und er kann sich dann bis zu 1 Stunde hier aufhalten. Das kann ich also schon mal spoilern.
Das macht das Detektiv-Szenario natürlich unglaublich fies, weil wenn ich das als Spieler spielen würde, dann würde ich diese Person, die einen Tempel betreten kann, direkt ausschließen, weil jeder normale Paktierer dann anfängt zu bluten oder Feuer zu fangen oder sein Dämonenmal macht sich irgendwie bemerkbar. Also es ist egal, welchen Pakt du hast, aber vor allem in den Tempel deiner erzdämonischen Widerparts beziehungsweise des göttlichen Widerparts kannst du dich nicht bewegen, du darfst dich dort nicht aufhalten. Du wirst sehr schnell Schaden erleiden. Und als ich das, wie gesagt, gelesen habe, dass er nicht nur in einem, sondern in mehreren Tempeln zugegen war, da hatte ich schon große Probleme mit dem Plot. Aber wie gesagt, ganz hinten hat sich das aufgeklärt und dadurch dann wurde ich wieder zufriedengestellt. Ja, das an sich ist die Zusammenfassung von diesem kurzen 16-seitigen Abenteuer. Ja, wer noch mehr wissen möchte, der soll es sich durchlesen. Empfehlung, ja, doch, geht raus. Wir schauen uns mal die Bewertung an. Ja, wir starten wie immer mit der Modularität. Wir haben ja mittlerweile aufgestockt von 4 Punkten auf insgesamt 5 Punkte in jeder Kategorie. Und ja, es geht um eine Reise von Puni nach Neta. Das ist zeitlich komplett unabhängig. Das kann man 1020 spielen, das kann man 1040 spielen, das kann man meinetwegen auch 1060 spielen. Nach Bosbarans Fall, also das ist nicht an irgendeinen Metaplot geknüpft, das kann jederzeit gespielt werden. Und es muss auch keine Reise von Punin nach Neta sein. Muss es nicht. Es kann, wenn man möchte, kann man es mit einigen Anpassungen sicherlich auch in anderen Systemen oder auch in anderen Welten spielen. Dann müsste man diesen erzdämonischen Widerpart Raya Belkalel ändern, meinetwegen dann für Warhammer. Da gibt es dann ja auch Slaanesh, wenn man diesen Zug fahren möchte. Oder eben dann in ganz anderen Systemen, wo es einfach dann eine Reise ist mit einer Aufgabe, beschütze diesen Busch oder beschütze irgendwie dieses Zielobjekt, diesen MacGuffin. Ja, und das ist von daher in meinen Augen 5 von 5 Punkte würdig. Es ist modular. Die Anpassung dahingehend in andere Systeme wäre dann etwas schwieriger, aber wenn man es auch in Aventurien belässt, dann kann man das genauso spielen, genauso nehmen, ohne da irgendwas anpassen zu müssen. Spielspaß, ich gebe hier auch 5 von 5 Punkten. Warum? Weil es viel zu tun ist. Man kann auch viele verschiedene Dinge machen. Man kann einige Sachen sicherlich auch mit Kampf lösen. Man braucht verschiedene Fertigkeiten im Sozialen. Man braucht auch verschiedene körperliche Dinge. Und ja, also es ist viel, viel an verschiedenen Materialien drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das mit den Sammelproben in der Stadt dann so handhaben würde. Ich glaube, ich würde das ein bisschen anders dann auch spielen lassen. Aber das sind dann, wie gesagt, nur Tipps dann für die Spielleiter. Also kann ich das dem Spiel Spaß nicht anlasten. Würde ich vielleicht ein bisschen darauf achten, dass man dann gerade in der ersten Stadt Soroban dann nicht einfach nur diese Sammelproben würfeln lässt, sondern dass man da dann auch sehr viel Spielinteraktion dann arbeitet, ohne dann das mit reinen händischen Würfelwürfen abzuarbeiten. Vielleicht dann noch so ein paar Handouts vorbereiten und dann kann das richtig gut werden. Genau, Spiel Spaß 5 von 5, Spielleiter Schwierigkeit, ja. Ich finde, hier braucht man mehr Seiten. Ich finde, hier muss der Spielleiter noch ein bisschen Arbeit reinlegen. Ich habe überlegt, ob ich 3 Punkte gebe, aber ich würde hier auch auf 2,5 runtergehen. Denn ja, es lohnt sich sicherlich hier die Arbeit zu investieren und das ist ein richtig schönes Abenteuer. Aber macht da noch was mit. Also jetzt gerade dann auch, wenn ihr euch Soroban anseht, die ganzen verschiedenen Freiwilligen, es macht keinen Sinn, dass ihr jetzt 12 Namen runterrattert, also 3 mal 4 Namen mit irgendwelchen Charakteristika, mit irgendwelchem Aussehen. Das macht keinen Sinn. Legt da also ein bisschen mehr Sorgfalt an den Tag und stellt auch die Charaktere mit genug Zeit dar. Also nehmt euch da die Zeit. Das solltet ihr nicht in wenigen Stunden dann ableiten, dieses Szenario. Sondern nehmt euch da dann eben, weiß ich nicht, 3 oder 4 Spieltage Zeit. Dann auch die Prüfung des Pferdes, die dann hier angesprochen wird. Das ist dann ja verschiedene Reitenproben, die dann über Tage und Wochen ausgeritten werden. Und da sollte man diese 5 Tage dann, so wie sie hier haben, drinstehen, man sollte diese 5 Tage ausspielen, wenn man dann auf so einer Hacienda ist in Almada. Da solltet ihr wirklich dann viel Zeit dann in Anspruch nehmen. Und das bietet sicherlich dann auch viel, viel, ja, Lust.
Ja, getanzt wird selbstverständlich auch. Also wie gesagt, all die Aspekte, die Raya so hat, der Wein ist mit dabei. Sex, wie gesagt, nicht. Wer das noch machen möchte und da noch irgendeine Sexprüfung mit reinnehmen möchte, der kann dann ja, wie gesagt, das große Crowdfunding dazu mit reinnehmen. Das ist dann jedem selbst überlassen, müsstet ihr euch selbst überlegen. Aber 2,5 von 5 Punkten, arbeitet dann noch ordentlich dran und dann gibt es dann auch ein schönes Abenteuer und ja, Bonuspunkte. Das Ding macht nichts falsch, es sind ein paar schöne Bilder dran, ich gebe 5 von 5 Punkten und der Rest liegt eigentlich immer dann nur am Spielleiter. Damit bin ich raus, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine kurze Rezension und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.